So, meine Freunde, Otto und Community. Das ist meine Bewerbung für den Arctic Warrior. Was wir heute machen, wir sind auf unter 2000 Meter, ganz knapp drunter. Wir schlafen da bei Tageshöchstwert von minus 14 Grad. Wir kriegen die Nacht bis zu minus 30 Grad. Und das alles warum? Alles nur für den Arctic Warrior. Planänderung, das mit der Pulka funktioniert leider nicht so, wie wir uns gedacht haben. Das heißt, Pulka lassen wir da und nehmen das restliche Zeug nur zusätzlich so mit. Mit Iglo-Bau. Wir haben uns den Spot ausgesucht. Wir verdichten jetzt den Schnee und schneiden dann Blöcke raus. Und mit denen bauen wir das Iglo. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Drückt uns die Daumen, sich der Film. So, Jungs und Mädels. Wir haben uns umentschlossen, dass wir es nicht schaffen, das Iglo zu bauen. Wir sind so weit gekommen. Der Schnee tut einfach nicht. Nicht gerade weit, aber der Schnee ist so pulverig. Da ist leider ganz unten Eisschicht und das gelangt nicht. Jetzt haben wir uns gedacht, dass wir seitlich reingraben beim Iglo für einzelne Schneehöhlen. So, wir sind jetzt da beim Aufschöpfen von dem ganzen Bereich, damit wir die Schneehöhlen von da drinnen da in die Richtung ummachen können. Aber da benötigen wir definitiv noch mehr Schnee. Schnee ist aufgeschöpft da hinten. Darf normalerweise reichen. Jetzt passt eine Gramm. Was haben wir? 1,30 Meter. 1,30 Meter. Reicht. Passt, komprimierter 1,30 Meter. Jetzt Gramm. Und man wird gleich sehen, wie die Höhle von innen ausschaut. So, und jetzt zu meiner Wenigkeit, lieber Otto und Community, ich bewirb mich für die Wildcard für den Arctic Warrior. Ich bin der Manuel, bin 29 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Tirol. Und genau aus dem Grund, weil Tirol so viele Möglichkeiten bietet mit Berge, Seen und tausend andere Sachen, wie ihr es vielleicht auf meinem Kanal schon gesehen habt, der eine oder andere, haben wir uns heute auf dem Berg auf fast 2000 Höhenmeter begeben, nur für den Arctic Warrior, um dort eine Nacht draußen zu schlafen. Haben wir noch nie gemacht. Wir sind zu dritt unterwegs und wir wollten das Abenteuer gemeinsam erleben, gegenseitig motivieren, helfen und gemeinsam das Ganze durchziehen. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr im Boxsport aktiv und das hat mir eins gelernt. Aufgeben gibt's nicht. Über meine Grenzen gehen. Check. Keinen im Stich lassen. Check. Mit Kälte von klein auf vertraut. Check. Mit der Kamera richtig umgehen. Check. Alles in allem bin ich für den Arctic Warrior mehr als bereit. Otto und Community. Woran soll es scheitern? Ich bin euer Mann.